Darf ich hier in Ruhe laufen oder werde ich jetzt sofort wieder angegriffen? Ist wieder Munition. Hofraum, Klippen. So, was sind jetzt hier vorne? Eine Battery. Lebensenergie. Und was ist das hier? Willkommen in Icarus Point. Eine Führung durch den ältesten Leuchtturm im pazifischen Nordwesten. Wir beginnen unsere Tour im Museum des Leuchtturms, einer originalgetreuen Rekonstruktion der ursprünglichen Unterkunft des Leuchtturmwärters. Und weiter geht es in den Hof, von wo aus Ihnen ein atemberaubendes Panorama der Patmos-Bucht geboten wird. Wenn Sie sich mutig fühlen, können Sie den Weg unten dem Hof folgen, um das alte Bootshaus zu besichtigen. Zu guter Letzt führt uns unsere Tour an die Spitze des Leuchtturms, wo das rote Licht der Verdammnis Ihre unsterbliche Seele verschlingen wird. Das ist eine Horrortour oder was soll das sein? Wir hoffen, Sie genießen Ihren Aufenthalt am Icarus Point. Falls eine gewisse Therapeutin lesen sollte, wir freuen uns auf Ihren Tod. Okay. Danke. Yeah. Indem er die Anweisung seines Vaters, nicht zu nah an der Sonne zu fliegen, ignorierte, schmolz diese das Wachs seiner Flügel. So stürzte Icarus vom Himmel und ins Meer, wo ihn sein Übermut das Leben kostete. Willst du runtergehen und an einer Leiche rumpieksen? So Anime-mäßig. Alles klar, hier haben wir wieder so Aussichtspunkte. Wahrscheinlich können wir irgendwann mit so einem Ding mal irgendwas finden. Oder konnten es schon und ich habe es einfach nicht getan. Weil ich ja grundsätzlich blind bin, wie ihr wisst. Toll. Zumindest können wir hier gerade mal etwas ruhiger von dann gehen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sollen wahrscheinlich alle da hinten sein, okay. Na toll. Noch eine Sicherung. Ich muss die Sicherung holen. Da ist er wieder. Kannst du nicht einfach sterben oder sowas? Tja, würde ich sagen, Pech gehabt. Okay, dreimal Sicherung. It's a fuse box. It fits. It fits. It fits. It fits. It fits. It fits. Und was ist jetzt passiert? Ich glaube, da ist eine Tür aufgegangen. Ah ja. Alles klar. Herr Kommissar. Oh. Aber hier komme ich doch nicht mehr hoch. Da war ein UFO. Einfach so. Warum? Das hat doch überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Entwickler. Ja gut, wir müssen wahrscheinlich den anderen Weg ja nehmen. Natürlich. Ja, ist... Aua! Nein! Okay. Ja, solche Passagen hasse ich ja.
Ich möchte doch in Ruhe das Panorama genießen und nicht wieder fliehen vor irgendwas. Leute, Mann. Ach Gott. Ja, wir kriegen das schon hin. Okay, noch Kaffee? Noch ein bisschen. Kalten Kaffee. Geil. Oh, natürlich. Fängt direkt hier an. Aua. Was schmeißt der da eigentlich? Da liegt was. Hier auch. Ich glaube, hier bin ich gerade safe. HP. Und? Nein! Ich konnte es nicht nehmen! Ich konnte es nicht nehmen! Wie gemein! Das sind Autos, die der schmeißt. Himmels Willen. Enduramin. Okay, ich musste warten, bis es da besser runtergepurzelt ist. Sehr nett. Alles klar. Wie lange denn noch, Mann? Natürlich! Ja, sonst habe ich auch keine Sorgen gerade. Ich hasse das mit diesem verdammten Sprinten immer. Oh, ich drücke auf Shift und er rennt manchmal einfach nicht. Oh, muss ich wieder komplett von vorne? Bitte nicht. Please don't. Okay, er hat die Pille gespeichert, wenigstens das. Vor allem, ich kann loslassen und er rennt halt immer noch weiter. Jetzt hat er zum Beispiel nicht gerannt. Ist er nicht gerannt? Schon wieder nicht. Oh, ist echt. Also die Steuerung ist noch nicht so das Optimum, muss ich sagen. Au. Oh, ich glaube, er hat es abgelassen. Naja. Muss auch nicht. So, bevor ich an das Boot rangehe. I should sit in the boat first. Ja, okay. Aber ich nehme natürlich die Sachen hier erstmal mit.
So, damit ich wieder raus kann. Für den Fall der Fälle. Okay. Gott. Ah, verstehe. So, warte mal. Batterie. Ja, kann man gebrauchen. Die Kugel sollten wir mitnehmen, oder? Aber ich nehme erstmal das hier. Ach so, plus 10 AP. Ich dachte, hier wäre so eine Pille drin. Und dann Kurbelrad. Ein altes Kurbelrad lässt sich bestimmt irgendwo anschließen. Was du nicht sagst. Wow. Gut. Wer baut denn so Bootshäuser? Wow. Okay, bevor wir jetzt hier den Ort verlassen, gucke ich noch mal kurz in meinen schlauen Spiegel. Okay. Hier ist aber nichts mehr. 1, 2, 3, 4... Das sind alle da hinten halt die Sachen. Hä? Wann denn jetzt? 1, 2, 3, 4. 5. 6. Da oben ist halt noch irgendwo was. Gut, komme ich sicherlich noch mal wieder hin. Oh Gott. Diese Steuerung halt, ne? Ja, ich habe doch auf OK geklickt. Es ist halt echt ätzend manchmal. Startet er wieder. Okay, hier drin. Kurbelrad, Munition. Pille nehme ich mit. Gib mir alles, was du hast. Errungenschaft freigeschaltet. Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, warum ich jetzt die Errungenschaft dafür bekommen habe. Oh, das ist ja praktisch. Ist noch ein Zettel gewesen. Anweisung Bootsmechanismus. Um ein kleines Boot ins Wasser zu lassen, werden zwei Mann benötigt. Versuchen Sie es nicht alleine. Sobald eine Person sicher im Boot sitzt, benutzt eine zweite Person die Seilwinde, um das Boot langsam ins Wasser hinabzulassen. Überprüfen Sie immer vorher das Boot und die Seile auf Bruchsicherheit. Da passiert nichts. Ja, machen wir doch mal. Tja, ich glaube, ich brauche dafür die Kurbel. Ah, ich habe eine Idee. Oder auch nicht.
Wahrscheinlich kann ich das von der Seite noch wieder zurückschieben, ja. Okay, irgendwie, ich brauche halt diese Kurbel. Ah, so kann ich rein. It pops out if I turn it too tight. Okay, das funktioniert nicht mehr. Hier komme ich natürlich nicht raus. Oh, okay, das ist ja interessant gemacht. Und dann kann ich nämlich jetzt wieder hier rüber. Wow! Das ist ja cool. It's a base for success. Warum sollte man das nicht alleine machen jetzt? Bon voyage. Gut, wir waren zu zweit. Woohoo! Oh. Wir haben Schild. Lecco mio. Ey! Sagen. Ist so gemein. Okay, jetzt habe ich überhaupt keine Orientierung mehr, wo ich bin. Ich bin da oben runter. Ich hoffe dennoch, dass ich nochmal in den Leuchtturm komme. Because. Der ist noch irgendwas, was ich mitnehmen kann. Selten ist keiner, den ich erschießen kann. Das ist einfach nur ein roter Punkt. Ich bin voll. Mal wieder. Das hat so ein bisschen was von dem Leviathan. Finde ich. Also Subnautica-Style. Ich weiß nicht, warum ich das hier alles wegschieße, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es. Oh. Die schießen! Ja, toll. Aua. So. Aber sie sind schon ein bisschen nervig, diese Schießviecher. Oh, hier ist nix. Stay away from this. Wo waren jetzt diese? Jetzt habe ich mich schon wieder in der Orientierung verloren. Hier war doch irgendwo so ein blaues Moped gewesen. Da vorne. Nee. Hä? Ich bin gerade so ein bisschen die Orientierung verloren, muss ich gestehen. Was drin? Da oben in dem Container. Eine Munition.
Nur wie komme ich in den Container? Das ist die Frage. Wahrscheinlich irgendwie hier durch. Oder auch nicht. Das bringt nichts. Kann ich auch nicht drauf. Okay, hier komme ich nicht rum. Lalalalalalala. Wie erreiche ich den Container? Okay, hier kann ich mich irgendwie hoch. Ach so, ja, hier ist eine Eiferwand, alles klar. Alles klar. Au. Okay, ich muss, glaube ich, hier durch. Und um da reinzukommen. Ja, gut, das Wasser ist verseucht, das ist mir schon klar. Ich glaube, ich muss hier erst die Dinger hochjagen. Ah, guck mal, wer da hinten ist. Wow, zwei Masterschüsse. Aber das, wie kriege ich die? Oh, oder vielleicht... Das könnte es sein. Dass ich hier rüber gehen muss. Willst du mich verarschen? Der kommt ja echt nicht durch, ne? Der ist doch manchmal so ein Hugo. Lebenspunkte. Was haben wir hier Schönes? Batterie brauche ich nicht. Hier Munition. Was haben wir denn hier? Central Intelligence Bureau. CIB. Vereinigte Staaten von Amerika. Neue Befehle. Jagen Sie in die Luft. Jagen Sie sie in die Luft. Wenn sie nicht schon zur Lagerung an einem anderen Ort abgeholt wurden und wenn die Fässer entzündlich sind, stapeln Sie sie und Punkt, Punkt, Punkt zur Hölle. Versuchen Sie es an Orten zu machen, die den Zugang Punkt, 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 blockieren. Dazu gehören Punkt, Punkt, Punkt. Machen Sie diesen Bereich dicht. Keine Zeugen. Unterschrieben. Ja. Alles klar. Bin mal gespannt, wann wir die Dinger endlich mal in die Luft jagen können. Nicht, dass wir noch ein zweites Mal in das Level rein müssen und später erst die Sachen alle in die Luft jagen können. Was haben wir hier? Oh, Batterie. Brauche ich jetzt aber nicht. Ich hasse so weitläufige Areale immer, weil ich dann immer die Gefahr, die Angst habe, was zu übersehen. Ach, wir sind jetzt hier und bei dem Hafen quasi. Wo gibt's denn hier Schönes hin? Guck mal! Wie läuft diese Sache mit dem Verstand? Aber keine
keine Pillen hier. Finde ich aber sehr schade. Ich weiß, ich gucke das sehr oft durch, aber gerade ist das Problem, dass wir, wie gesagt, in diesem weitläufigen Areal. Sind da hinten die Sachen. Also schätzungsweise da oben. Oh, halt. Man muss hier quasi erst normal loslaufen und dann auf die Sprinttaste drücken. Dann funktioniert es und zwar so lange, bis wir stehen bleiben. Was ich ein bisschen bescheuert finde, ehrlich gesagt. Gut, so, hier ist wie beim Container, wo ich gerne hin möchte noch, aber wo ich nicht hoch kann aktuell. Ja, da, es wird sogar schon angezeigt. Es ist ja lieb. Danke, Spiel. Und du mir jetzt noch sagst, wie ich da hinkomme? Unterschießen können wir die Sachen ja nicht. Das hatten wir ja schon mal ausprobiert. Also meine Vermutung ist ja eigentlich, dass wir hier durch Ette durch müssen, weil... Man sieht hier hinten einen Weg, dass wir quasi dort reinkommen, indem wir es aufspringen, sprengen und dann hier durchlaufen können bis zum Container da hinten. Aber I don't know, because I'm just a stupid streamer. Soll noch was sein. Dann schauen wir uns das doch auch nochmal an. In dem Gerippe drin. Dieses trübe Wasser sind keine angemessene Repräsentation dieser Bucht. Tektinol. Ja, ich habe ein bisschen Damage bekommen. Gut, dann haben wir die schon mal. Ich möchte halt wissen, wo die letzten sind. Das war die da hinten in dem Container, ne? Ja, ja, ja. Okay. Da oben ist eins. Da ist eins. Das war das beim Leuchtturm. Eins. Ich sehe nur ihn. Okay, da sind drei. Drei da, eins beim Leuchtturm, eins hier unten noch und drei da hinten. Wenn ich wenigstens sicher gehen könnte, dass das funktioniert. Wenn dann sicher wüssten, ja, wir kommen dann da durch und... Dann ist das alles kein Problem. Hier ist eine Alpha-Wand. Da gehe ich planschen. Ich versuche mich hier halt gerade so ein bisschen durchzubaggen. Vielleicht merkt man es. Wahrscheinlich komme ich dann auch nicht mehr zurück. Ja, komm. Ja, also hier quasi rein, dann einfach da hochgehen, aber... Der Typ passt da natürlich nicht durch!